Hey Leute, hier ist der Phönix und wir machen weiter in The Evil Within. Ja, letztes Mal wurde eine ganze Horde Gegner auf uns gehetzt. Und, ja. Jetzt versuchen wir hier aus diesem Ding rauszukommen. Dieser Kampfarena. Oh, da liegt was drin. Lag da was auch an? Lag da was auch an? Ja. Gut deutsch sein bei mir. So. Warte. Flüssigkeit. Okay. Kisten. Eine Spritze. Sehr gut. Die brauchen wir auf jeden Fall. Zack. Das sieht schon besser aus. Und Munition. Zwei Magnumkugeln und Sniper Money. Kann ich auch nicht sichern dafür. Besser als gar nichts, aber das andere wäre mir trotzdem lieber gewesen. Ja, ich glaube, so schnell werden wir nicht mehr Magnum Muni finden. Ach, dass ich die blöderweise verschossen habe beim letzten Mal, ne? Moment. Okay. Ah, nachladen. So. Freischutz. Und genau. Ja, natürlich, wieder welche mit Sturmgewehren, ne? Das ist lustig. Das ist gut und lustig. Darauf geht es nicht. Ach komm. Ja, komm! Ist das wahr? Schade. Nein, das ist nicht gut. Mein Gott. Warum mussten die Feste mit Sturmgewehren einführen? Ach komm, halt den Mund. Das ist den Bolzen. Da haben wir das. Da. Achso. Am Kopf abgefallen. Ja, jetzt hab ich. Hopp. Das soll doch wohl ein Witz sein. So. Ja, das geht dann auch wieder auf. Okay. Munition alle? Ja, Munition alle. Gar nichts mehr. Wie soll ich das machen? 0, 0, 0, 0. Geil. Cool, zum Kämpfen habe ich jetzt also nur noch Kanal. Und hier noch Gegner. Ja. Bitte, ich hab jetzt schon nicht. Ja, hier ist es noch einer zu verlangen. Womit soll ich mich denn jetzt wehren, bitte? Wo ist er denn? Ja, gehört. Das ist das, was ich gerade am besten brauchen kann. Dankeschön. ein Schalter. Kontrollpunkt! Kontrollpunkt! Und Munition! Guckt euch an! Fallenteil, Fallenteil. 7 Magnum-Munition. Bleibt noch. Oh, Leute. Oh, Leute. Hey, Bro.
Affe. Oh, das ist doch zum Kotzen. Gegner hinterlassen 4 Arten von Gegenständen. Munition, Heilmittel, grünes Gel und Fallteile. Yeah. Ah, da war Laura wieder. Ah, ich hab schon Lust. Nee, ich hasse solche Gegner nicht bei mir. So, was ist Gegner? Das heißt, ich nachlaufe. Am besten schießen wir nur die mit den Molotov-Cocktails ab, ne? Würde ich jetzt sagen. Für alle anderen brauchen wir zu viel Munition. Und selbst diese flammable Oil Tanks, die Kanister hier, die bewirken rein gar nichts. Was soll der Scheiß? Ich will eine fette Explosion sehen. Komm, da nach. Nein, ich will nicht. Ach, eine Kugel reicht, oder wie? Ja, wie ziehen die? Was? Ich bin geduckt, du Sau! Solche Passagen, ne? Resident Evil 5 mäßig. Gott. Kein schlechtes Spiel, aber das Spiel hat mir gereicht für solche Passagen. Oh, thank you.
Munition alle? Ja, natürlich ist die Munition alle. Ach! Moment. Wie viel haben wir noch? 0, 0, 0, 0, 1. Tipps auf. Nichts mehr haben, ne? Doch, wir können auch Bolzen herstellen. Explosionsbolzen lohnt sich wahrscheinlich jetzt nicht. Oh, verdammtes Gegner, das Benne. Okay. Könnten wir jetzt ein bisschen Frieden und Glückseligkeit haben? Das wäre schön. Wie geht so die Munition aus, ne? Oh. Geht's hier weiter oder ist es nur zum Sammeln jetzt? Gehirnflüssigkeit. Ja, das, was ich jetzt am wichtigsten brauche. Dankeschön. Okay. Bitte schaff es. Sehr schön. So, wo ist er? Da ist er. Oben hin. Ja. Dürfen wir die gleich direkt wieder verschwenden, weil wir sonst keine andere Munition haben. Das ist schön, oder? Boah, ich hoffe, man kann hier lieber Resident Evil dann später so einen Run machen mit unendlich Muni überall. Ah, dann lasse ich sie alles zurückspüren. Kontrollpunkt, sehr schön. Free. Ja, was denn? Achso. Oh, und eine Statue. Ja, ich muss zugeben, das war cool. ich muss einen kurzen Cut setzen. Alles klar. Okay, merken, das dritte ist eine Bombe. So, Gehirnschmack. Kann ich bitte? Statue. Perfekt. Bombe. So. Na komm. Oh Mann! Die läuft schräg! Habt ihr das Zeitfenster gesehen, um die zu entschärfen? Egal, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich bin überzeugt von uns. Wir sind super Pro-Gamer. Wie oft bin ich eigentlich schon in dem Spiel gestorben? So, hier. 1, 2, 3. Laufen. Und entschärfen gehen. Ah, komm schon. Oh Mann, das war knapp. Das war verdammt knapp. Ach Mist. Egal, jetzt funktioniert's. jetzt funktioniert's auf jeden Fall. Na gut. Ja, es gibt bestimmt nach der Bombe noch irgendwas, was da rauskommt. So. Richtiges Timing, bitte. Yes! Yes, 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 yes. Und die Fallenteile können wir gebrauchen, also von daher. So. Nein, es gab nichts mehr nach der Bombe. Okay. Dann habe ich eure und meine Zeit ein bisschen verschwendet. Aber naja, was soll's. Gut, oh, ist das dunkel. So. Oh Leute, hört ihr das? Diese Melodie. Hier gibt's einen Spiegel in der Nähe.
Hoffentlich kriegen wir Munition mit unserem Schlüssel. Ich bete drum. Ja, ich bete. Nicht bin. Gibt's sonst noch irgendwas? Wir brauchen so dringend Munition. Okay, dann geht's weiter. Alles klar. Rein hier. Tagebuch von Sebastian Castellanos. 11. Juli 2012. Seit dem Unfall sind fast 6 Monate vergangen. Myra und ich leben uns Woche für Woche immer wieder weiter auseinander. Ich muss stark bleiben, aber es ist so leicht, meine Gedanken in Whisky zu ertränken. Solange es meine Arbeit nicht beeinflusst, kann ich in meiner Freizeit tun und lassen, was ich will. Endlich hat sich Myra mir gegenüber geöffnet, aber ich bin nun noch mehr in Sorge um sie als zuvor. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass Myra allmählich paranoid wird und ihren Verstand zu verlieren scheint, oder dass ihre Vermutung, das Feuer sei kein Unfall gewesen, wahr sein könnte. Ich sollte ihrem Instinkt vertrauen, aber wenn sie recht hat, möge Gott demjenigen beistehen, der dafür die Verantwortung trägt. Ja, dann würde ich auch nicht an mich halten können. Muss ich zugeben. Das ist aber kein Spiegel, nicht das war ein Bild. Was? Schon wieder hier? Ach, Sebastian. Ich verliere den Verstand. Haben wir jetzt gerade einfach aus Kapitel 2 oder so geholt? Weil da hat er genau dasselbe gesagt. Nein, hier ist nichts Neues. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Ganz schön staubig geworden hier. Da ist nichts Neues. Da ist auch nichts Neues. Gut. Munition, 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 bitte. Das Schlüssel wäre auch nicht schlecht. Oh, wir können durchs Fenster. Ach, genau, da haben wir noch einen Bolzen. So. Okay, die mittleren Fächer haben wir, glaube ich, jetzt alle. Gut, dann gehen wir wieder hier an die Seite. Was ist? Ne, wir gehen da oben hin. Was habt ihr da oben für uns? Blendbolzen. Echt jetzt? Das Spiel hasst mich. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Blendbolzen. Das, was ich am wenigsten verwende hier. Brains. Oh, Munition. Gott segne mich. Ah, Gott sei Dank. Ist da drin auch was? Nein. Brain spray. Theoretisch dürfte die Bombe ja nicht losgehen, wenn ich geduckt bin. Oh, ich bin ja gespannt. Noch mehr Gehirnschwanz. Oh mein Gott. Boah, wie knapp machen die denn das Timing mittlerweile? Boah. Vielleicht sollte ich die Bomben einfach in Ruhe lassen. Was ist das denn für ein beknacktes Timing? Echt jetzt? Vor allem, man muss ein bisschen vorher schon drücken, weil die Nadel immer ein bisschen nachpendelt noch. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Leute, ich mache einen Cut und wir sehen uns gleich wieder an der Stelle mit der anderen Bombe. So, Leute, wir sind wieder hier. Und da habe ich gedacht, das hat wenigstens was Gutes. Wir haben den Schlüssel nochmal gefunden und konnten ein neues Schließfach öffnen, ne? Ja, aber das andere Schließfach hatte auch Blendbolzen. Das Spiel hasst mich. Gut, und allerdings habe ich noch gesehen, wir haben was hier verpasst. Da war nämlich noch eine Audionachricht, die wir abspielen konnten. Ja. Ich kann dieses Licht, diesen Lichtstrahl vom Leuchtturm von hier aus überall sehen. Es scheint alles zu durchdringen. Auch mich. Die Klinik entspringt nicht meiner Erinnerung und dennoch ist sie realer als alles, was ich hier erschaffen habe. War sie immer da? Das Licht verändert die Dinge. Es ruft. Es drängt zurück. Es zieht die anderen an.
Sie denken, sie erreichen die Quelle, erlangen zurück, was sie verloren haben. Doch sie wissen nicht einmal, was das ist. Okay. Der gute Rubik. Ah, da ist wieder unser Brain auf dem Mann. Zack. Zack. Ah, ist die Bombe jetzt mit? Nee. Jetzt kommt die Bombe. Oh, bitte, bitte, Phoenix, bitte, Phoenix, bitte, Phoenix. Nein, nein, nein! Okay, Leute, ich mach einen Cut, wir sehen uns gleich wieder hier. Tja, Leute, diesmal war es Gehirnflüssigkeit im Spind mit dem Schlüssel. Yeah. Ich glaube, das mit der Munition kann ich wieder vergessen. Aber ich hab's geschafft, die Bombe dann zu entschärfen. Passiert nichts mehr. So. Ohne Kamera klappt das komischerweise sehr gut. Naja. Gut, Munition, Munition, ich hätte gern. Kidman? Ich hab die Stimme erkannt. Wir haben Kidman. Können wir hier irgendwas sehen? Scheint nicht so. Wir da lang oder da lang? Gucken wir es erst da. Ich meine, bei der anderen Seite geht's weiter. Hier. Yeah. Wäre natürlich noch schöner. Man kann ja nicht alles haben. Oder überhaupt was davon. Naja. Glaubst du, sie ist in Gefahr? Ich muss schnellstens darüber. Als Mensch ist der Sonnenschein. Was würde ich jetzt versuchen? Der Sniper darüber zu schießen, aber das wird nicht funktionieren, wie ich das Spiel kenne. Ja, hier ist wieder der Böse. Ja, natürlich. Ach komm. Oh, echt jetzt? Wie hätte ich das denn rechtzeitig da reinschaffen sollen? Was zur Hölle? Böser, haariger Fisch. Ist das auch wieder Laura? Eine andere Gestalt von hier? Achte darauf, welche Geräusche bestimmte Gegner machen. Toll. Nutze die Umgebung zu deinem Vorteil. Da wenigstens ein Kontrollpunkt. Okay, alle drauf bleiben bitte. Nein! Du konntest. Klappt, du dämlicher Fisch. Oh, mag noch nicht. Kidman, halt durch! Hilfe! Da sind zu viele! Ja. Ein bisschen. Ach, da. Ah, haben wir noch Sniper-Money? Nein, natürlich nicht. Und die Übersicht. Okay, die Boote, auf die Platten kann ich mich anscheinend schützen. In Sicherheit. Kann ich direkt hier rüber springen? Nein, kann ich natürlich nicht. Nein, das Spiel geht mir einen Weg vor, egal wie. Ja, wie unlogisch das gegen. Ach, egal.
gar nicht. Ach, das war ein Treffer jetzt. Okay, dann machen wir es anders. Da hinten war Beute für dich, du Saufisch. Dreckiger Saufisch. Mein Gott. Da. Wenn du keine Ausdauer mehr hast, drücke wiederholt X, um sich schneller zu regenerieren. Dieser Fisch, ne? Verdammte Unterwasserlebewesen. Die Schleichsteuerung kann im Optionsmenü eingestellt werden. Ja, das ist auch schön. Warum darf ich jetzt hier starten? Also, das war 100 Pro. Aufs Auto. Komm schon aufs Auto. Geh auf das verdammte Auto. Dankeschön. Da hinten der. Mensch, wie soll ich. Ja, ich fall gleich halt an. Ich hoffe, der ist das. Fuck. Komm, geh auf Auto. Geh hoch! Was? Warum geht das Tor wieder zu? Hallo? So. Ach so, ich bring noch ein paar rein. Alles klar. Anzünden. Natürlich rennt nur einer mit, ne? Es stehen 5000 mit drin rum, aber ja. Stimmt, das habe ich auch vergessen. Wir haben ja keine Gesundheit mehr. Ah, und eine Bombe. Schön. Ja, das Spiel hasst mich. Wie weit werden wir zurückgeworfen? Na komm. Doch wohl ein Witz jetzt, oder? Echt nicht. Wie soll ich mich wehren? Alter.
nicht gut sein. Nee, die Bombe treffen uns nicht, das ist mir echt nicht gut. Kidman, ich bin's. Wenn du nicht gekommen wärst. Spar dir das für später auf. Da sind bestimmt noch mehr. Yay. Pass auf! Bei dir in so einer guten Fahrt. Ja, ich weiß, Munitionsverbindung der Magnum, aber ich hab ja nichts anderes. Ich krieg ja nichts mehr. Oh, was? Kein MG-Typ. Zack. Oh, Leute. So, komm. So, jetzt frag Kidman doch mal, was passiert ist bei ihr oder so. Ja, er hasst natürlich nichts für mich. Nö, haben sich nichts zu erzählen. Ist okay. Was zur Hölle? Ja, soll nicht mein Problem sein. Hauptsache, wir kommen hier lebend durch. Aber Leute, ich muss dem... Oh, ich bin gut. So froh, dass es dir gut geht. Seit der Kirche... Du warst bei der Kirche? Ja, Joseph und ich. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging es ihm ziemlich schlecht. Was ist mit dem Jungen aus der Klinik? Leslie? Ich habe ihn in einem Käfig gefunden. Dann ist er abgehauen. Ja, ich glaube, bis zum nächsten Kontrollpunkt kommen wir noch. Dann beende ich den Part. Dann haben wir ein runderes Ende. Ich denke, bis zum nächsten Kontrollpunkt kommen wir noch. Dürfen wir jetzt noch dort kommen. Wie auch immer. Irgendwo noch Munition? Gib's nicht auf. Nee, überall Gehirnflüssigkeit, ne? Gehirnflüssigkeit lassen sie alle liegen. Aber Munition? Nee. Spritze? Auch gut. Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Hattest du Nasenbluten oder Kopfschmerzen? Nein. Warum? Joseph hatte das. Als ob er sich verwandelt in eins dieser Dinger. Vielleicht befällt das nicht jeden. Ich müsste einen da runterfallen. Oder vielleicht wurde mit Joseph auch experimentiert. Sniper-Muni. Ein Schuss, danke. Weil ich so dringend Gehirnflüssigkeit brauche, ne? Sebastian, was ist? Bleib weg! Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry, du bist infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte,
Wovon redest du? Ja, man kann sie ja verstehen, ne? Aber Leute, gut, damit haben wir ein rundes Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch was da, wenn es so war. Würde mich sehr freuen. Das auf! Leslie ist Leslie? Leslie, bist du es? Och, komm schon. Ich wollte gerade den Part beenden. Leslie, sehr gut. Nur noch etwas weiter. Hilfe! Hey! Leslie? Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass da jetzt ein hässlicher Cut dazwischen kommt. Ah, oh, na gut. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu krumm und schaltet auch zum nächsten Mal wieder ein von The Evil Within. Ciao, ciao, euer Phoenix.